Ui. Ja, verehrter Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Rede vom Herrn Monatseder am Anfang war eine Moral. Was? Das Mikro, irgendwas war da jetzt nicht. Jetzt? Schlecht. Jetzt? Jetzt? Nee. Ich kann auch ohne Mikro reden, also ja, so ist das nicht. Das bin ich gewöhnt. Bitte. So, also, die Rede vom Herrn Monatseder am Anfang hat mich schon sehr getroffen. Ich fühlte mich wirklich angegriffen als derjenige, der auch weltweit rumgekommen ist und ein bisschen die Zusammenhänge der Wirtschaft versteht. Beruhigt hat mich die Rede vom Herrn Rindersbacher, vielen Dank, der von dem ehrbaren Kaufmann gesprochen hat. Individuelle Freiheit, ja, und ein selbstbestimmtes Leben ist die DNA der FDP, schon immer gewesen. Das kann man uns nicht vorwerfen, da gehen wir auch normalerweise mit den Grünen immer sehr d'accord. Zwangsarbeit, Vertreibung, Sklaverei, Unterdrückung, Diskriminieren in weltweiten Lieferketten, aber verhindern diese Ziele, das wissen wir auch. Unternehmerische Sorgfaltspflichten, wie Sie schon gesagt haben, ist unsere Verantwortung. Damit gestalten wir die Globalisierung, dass es vernünftig läuft. Sie schaffen ein Spielfeld, auf dem alle nach gleichen gemeinsamen Regeln leben und arbeiten sollen. Jetzt können die Regeln gar nicht gleich sein weltweit. Das funktioniert nicht, weil die Standards unterschiedlich sind. Fangen wir doch mal an, Arbeitszeitregeln. Wollen wir unsere Arbeitszeitregeln auferlegen in irgendwelche Länder weltweit? Das werden wir nicht kontrollieren können. Da haben wir keine Chance. Aber gut gemeint, alles gut gemeint von euch, aber ist noch lange nicht gut gemacht. Wir typisch Deutsche mit der vollen Windel lässt sich gut stinken. Das ist ein Riesenproblem. Uns geht's zu gut. Ich habe volles Verständnis dafür, dass wir etwas machen müssen, dass wir Lieferkettengesetze brauchen. Aber die müssen natürlich nicht in Deutschland oder in Bayern erfunden werden, sondern es muss europäisch an erster Stelle sein. Und dann unter WHO weltweiter Standard. Sonst hat das keinen Sinn. Ihr schafft es nicht. Der kleine Mittelständler muss dann Zertifikate kaufen, selbst wenn es nicht so viel kostet, wie Sie sich da vorstellen, wenn es ganz wenig ist. Selbst dann muss er diese Organisation machen. Dann kauft er Zertifikate, die das Papier nicht wert sind, auf denen sie geschrieben wurden. Ich kenne mich in Asien aus, glauben Sie mir. Sie kaufen heute bei Adidas. Die Sohlen kommen aus Asien. Und ich weiß, wo sie hergestellt werden. Was? Nein, aber der hat doch gesagt, Mikrofon geht nicht. Ach, geht. Na, dann kann ich mich ja ganz beruhigt zurücklehnen. Auf alle Fälle, wir sind auch für ein Lieferkettengesetz. Das sind wir immer schon gewesen. Ich kenne mich insofern aus, dass ich schon an Normierungen mitgearbeitet habe und Harmonisierung für Vorschriften, die ganz Europa gelten. Das ist ein langer Prozess und wir brauchen nicht anfangen, hier bei uns Lieferkettengesetze, lieber Kollege Rindersbacher, es ist ja schön, wenn Sie wissen, dass das Fleisch vom Bauern aus der Nachbarschaft kommt. Das ist ja in Ordnung. Das Problem ist nur, ein Handel zwischen Fürstenfeldbruck und München ist kein Welthandel. Und wenn Sie heute ein Auto kaufen, ein BMW, dann glauben Sie ja jetzt mittlerweile, es kommt aus den USA. Aber ein Elektroauto vom BMW, ein X, kommt mittlerweile aus China. Und da machen Sie mal die Nachverfolgung, wo das Zeug herkommt. Die garantieren Ihnen alles. Die garantieren Ihnen alles. Es heißt nicht, das ist keine Ausrede. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Abgeordneter. Ja. Aber am Anfang ging es doch nicht. Habe ich doch mindestens noch 10 Sekunden nachgehabt. Ja. Also tatsächlich ist es so, wir werden etwas machen müssen. Aber bitte nicht in Bayern, sondern Europa ist für uns das Ziel und dann finden wir eine Gemeinsamkeit. Weil nicht mal in Europa werden die Standards, die wir gewöhnt sind, eingehalten. Ich danke Ihnen. So, die haben dich alle auch vorher schon verstanden. Also, es geht auch ohne Mikrofon und mit eingeschränkten. Vielen Dank, du bist fertig. Bitte? Du hast gesagt, es geht nicht. Ja, am Anfang ging es auch nicht. Habe ich ja hier die 8. Resonanz.